Chers amis, Geliebte des Tages Europa, Galan Zeus, Kondom Olla. Die Weltlage verfinstert sich, Kriege aller Orten. Und auch der Kaffee im Brenner Hof ist nicht mehr das, was einmal war. Dazu kommt auch ein leichtes Zwicken in der Leistengegend, das sicher nicht durch das Billardspiel vom Vorabend verursacht wurde. Mein Taschenhamster wird auch schon unruhig und empfiehlt mir, den Präsidenten des Syphilitikerverbandes anzurufen. Dieser, ein gewisser Professor Dr. Gorbach-Fostell, schmunzelt hörbar, als ich ihm mein Problem unterbreite und schickt mir eine Honorarnote sowie eine E-Mail mit einer Bauernregel der Schauspielerin Doris Kappelhoff. Das Beste, was man mit den besten Dingen im Leben machen kann, ist, sie aufzugeben.